Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute gibt es einen weiteren Teil des Gamescom Walkthroughs 2011. Und wie ihr hier schon rechts sehen könnt, befinden wir uns bei Ubisoft und wir haben uns das neue Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier angeschaut. Ja, auch hier durfte natürlich nicht das Gameplay abgefilmt werden, genauso wenig wie bei dem bereits vorgestellten Assassin's Creed oder Far Cry 3. Gespielt wurde Ghost Recon dann auf der Xbox von zwei Entwicklern, die das Ganze an zwei separaten Fernsehern vorgestellt haben. Dabei wurden Ausschnitte der Koop-Kampagne gezeigt, die im späteren Spiel aber mit bis zu vier Spielern spielbar ist. Das Gameplay zeugte dann von Beginn an wieder von jeder Menge taktischer Tiefe, vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von, ja, Future-Waffen, sag ich jetzt einfach mal. Die Drohne kam wieder zum Einsatz und auch hier dieser Stealth-Modus durch den Anzug, der euch in so einen Tarnmodus versetzt, wurde vielfach gezeigt. Das Gameplay, was wir zu sehen bekamen, war vollkommen neues Material und ich sag euch jetzt nochmal meine ersten Eindrücke. So, jetzt haben wir hier gerade Ghost Recon gesehen, wurde uns vorgeführt von zwei Entwicklern und ich muss sagen, als alter Ghost Recon-Veterane sozusagen, hat es mir ganz gut gefallen. Ich denke, dass es im Koop und im Singleplayer sicherlich eine ganz gute Sache sein wird. Für den Multiplayer ist es vielleicht für den einen oder anderen ein ganz klein bisschen zu sperrig. Ansonsten vom Gameplay her ein sehr, sehr taktisches Ding mit sehr vielen Optionen und sehr vielen Möglichkeiten. Das Gameplay ist sicherlich auch ein bisschen langsamer, aber letztendlich, mir hat es ganz gut gefallen und ich muss sagen, die Singleplayer-Kampagne werde ich da zumindest mal antesten und den Multiplayer ausprobieren. Für mich bleibt es halt einfach spannend, ob Ghost Recon an die alten Erfolge von GRAW und GRAW 2 anknüpfen kann. Das fand ich waren zwei ganz großartige Spiele, die ich wirklich gerne im Singleplayer gespielt habe. Im Multiplayer haben wir da auch sehr viel Zeit mit verbracht. Das Ganze muss sich natürlich heutzutage gegen Spiele wie Battlefield 3 auch durchsetzen, um einfach ein Publikum anzusprechen, was groß genug ist, um im Multiplayer später zu überzeugen. Modern Warfare 3 natürlich auch einer der Top-Favoriten der Messe und da werde ich gleich auch nochmal vorbeigehen. Star Wars Old Republic, das waren so die ersten Stände, was wir jetzt gerade so sehen, wo es die ersten Schlangen gab. Ja, am Fachbesuchertag war es ja noch wirklich relativ relaxed. Ich habe euch ja schon viele leere Anspielstationen auf dem Microsoft-Stand gezeigt, bei Forza oder so. Und hier Star Wars, so das erste Spiel, wo es richtig rund ging. Ja, dann sind wir angekommen beim EA-Stand. Und EA, ja fast schon so traditionell aus den letzten Jahren, muss ich sagen, immer so mit die beeindruckendste Kulisse, die meisten Anspielstationen, Riesending, alles so zusammengewürfelt, die ganzen Spiele eng aneinander, ihr könnt von rechts nach links gehen, hier der kommende Topspieler Sirius zwischen Lukas und Mats und auch hier kann man ganz schön sehen, also FIFA 12 konnte man wirklich an etlichen Stationen anspielen und das Ganze sah einfach, ja, klasse aus. Ich habe ja schon mal vom Community-Event aus Köln berichtet und das Spiel hat jetzt wirklich, wirklich einen sehr großen Schritt nochmal nach vorne gemacht von der Qualität. So, jetzt stehen wir hier vor Battlefield 3 und unglaublicherweise ist am Fachbesuchertag hier eine Schlange bis zum geht nicht mehr. Jetzt frage ich mich, waren die Leute nicht beim Community-Event dabei? Ja, wahrscheinlich leider nicht. Wir schauen uns das auf jeden Fall in einer geschlossenen Gesellschaft am morgigen Tag an und werden hier auf gar keinen Fall Schlange stehen. Zack. Ja, im Nachhinein kam mir die Szene jetzt schon fast gemeint vor dem Fachbesuchertag. Wusste man ja nicht, dass der Ansturm nicht nur bei Sims 3 wunderbar groß sein würde, sondern auch, dass Battlefield 3 einfach bis zu 8-9 Stunden Wartezeit hatten. Ja, und dann habe ich sie entdeckt, die Mass Effect 3, Corner, Ecke, Anspielstation, was auch immer. Und da war ich natürlich als, ja, alter Commander Shepard hin und weg, muss ich sagen. Also, Shooter in allen Ehren, aber in meinem Herzen bin ich einfach ein absoluter Mass Effect Fan. Und ich muss auch sagen, dass ich das an den zwei Tagen in der Gamescom, das anzuspielende Demo-Level, ich glaube, dreimal durchgespielt habe, auch auf der Stufe Veteran. Und das war wirklich erstklassig. Ja. Ja, N7, nur fürs Personal. Und wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass das eigentlich ziemlich treffend war. Ja,
kurzer Rundumblick um diese Anspielstation und dann ging es auch schon wieder raus. Ich habe das halt hinterher im geschlossenen Community-Bereich von EA gespielt. Hier im Bild Elder Scrolls noch ohne Warteschlange, ja auch einer der heißesten Titel der Messe, beziehungsweise einer der ganz groß erwarteten Titel. Und was dann dort gezeigt wurde, nach meistens schon wirklich stundenlanger Warterei, war dann in einem gefühlt 50 Grad heißen Kino abgefilmtes Gameplay, was live kommentiert wurde. Das war jetzt nicht wirklich schlecht, aber die Leute 2 oder 3 Stunden lang warten zu lassen, um dann Xbox Gameplay hochgezoomt auf eine Leinwand anschauen zu lassen und das noch nicht mal live gespielt, huiuiui, weiß ich nicht, finde ich, muss nicht sein, da hätte es auch ein bisschen mehr sein können. Ja, und wen haben wir hier im Bild? Den Franz Beckenbauer der deutschen Konsolen-Clan-Szene, so hat er sich dann auch selber bezeichnet. Und ja, falls ihr ihn nicht kennen solltet, das ist EX's Spillout, beziehungsweise heute Eskar Spillout, ehemaliger Leader von Evil Axis. Leider hatte Big Ben dann diesen Clan-Anlaufpunkt, dieses Aquarium hier, in so eine Hüpfestation verwandelt. Ui, was machen denn die Star Wars-Truppen da? Da war ich schon festgenommen. So, ab hier 2 Stunden Wartezeit, da hinten war noch ein 3 Stunden Wartezeitschild und so, aber glücklicherweise am Fachbesuchertag, ja, kleine Schlange, da konnte man aber durchaus locker mal reinlatschen, muss ich sagen. Es gab ja mehrere Stationen, es gab dieses Black Ops Turnier und dann gab es natürlich, zack, auch wirklich Modern Warfare 3 im Spec Ops anzuspielen für jeden. Ja, und das sind auch diese Szenen, die man spielen konnte, die man hier in dem Trailer gefunden hat. Ich fand, das sah ganz ordentlich aus, das wirkte live gespielt einfach noch ein bisschen bunter, leider keine Kamera. So, haha, hier noch kurz Speedy erwischt vor der Tür beim Rauchen. Ja, und dann auch die Noob-Ecke entdeckt mit World of Warcraft, Entschuldigung an alle Diablo, WoW und was weiß ich Fans. Und für mich unglaublich, die ganze Messe war noch leer, aber bei Diablo schon eine 2-Stunden-Schlange. Ja, für mich ist sowas ja immer ein ganz klein bisschen unglaublich, aber als nächstes ging es so oder so auf den Triton-Stand und da gab es schon das neue GOW 3 Special Edition Headset zu bewundern. Ja, ich hab's dann auch mal aufgesetzt und schon mal für ein Unboxing-Video geprobt, wobei mir dieses Weihnachtsbaumgeblinke auf den Ohren, naja, nur mäßig gefiel, da war der Typ hier schon lässiger. So, der gehörte dann zu THQ und Saints Row 3 und da habe ich gerade auch nochmal Gravity erwischt, wie er nicht Metro angespielt hat, sondern Warhammer 40.000 Space Marine, spricht man das so aus? Ich weiß es nicht so genau, hier waren ein paar Monster, da noch ein paar Mädels und Monster sollte man nicht filmen, wenn die Kanonen dabei haben. Ja, nachdem dann Cosplay fotografiert hatte, ging es weiter in den 18er Bereich von THQ. Da waren dann ein paar Mädels am Tanzen, ein DJ legte ein bisschen Musik auf. Es gab, ja, genügend Anspielstationen, zumindest am Fachbesuchertag. Und Gravity hat sich da auch mal ausgelassen als Space Marine. Das Ganze wirkte jetzt auf den ersten Eindruck gar nicht so schlecht. Hat mich ein bisschen an Gears of War erinnert. Ja, was gab's da sonst noch zu sehen? Oh, eine Frau bei einem Interview, keine Ahnung, wer das war. Das hier ist, glaube ich, UFC 3. Ist das richtig? Spricht man das so aus? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das wurde auch von Mädels erklärt. Das fand ich irgendwie ganz sympathisch. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Hier nochmal so Guild Wars 2 und solche Geschichten. Immer so Stände, wo ich Gravity wegzerren musste, weil ich mit diesem ganzen Online-Multi-Massive-Mega-Rollen-Irgendwas-Spiel gar nicht so viel anfangen konnte. Bei der ESL war am Fachbesuchertag noch nicht ganz so viel los. Nebenan am SK-Stand hat Game Insight von YouTube bekannt einen Livestream gemacht. Da kann man gerade nochmal Anna Serial und Chris im Bild mitsehen. Und dann ging es auch schon wieder auf Festplatte überprüfen lassen von Kaspersky. Ich habe mich als Admin eingeloggt. Haha. Ja, und während dann Gravity noch irgendwelche kleinen langsamen Raumschiffe bei Star Trek rumfliegen musste, hab ich meine Zeit irgendwie sinnvoller genutzt. Ja, das war's auch mit dem heutigen Walkthrough. Und wenn ihr beim nächsten Mal sehen wollt, wie ich, ja, versuche zu tanzen mit der PlayStation 3 am Sony-Stand, dann solltet ihr wieder einschauen. Ich sag bis dahin, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch ein Abo. Bis zum nächsten Video und haut rein.